Wir sind der Überzeugung, dass wir in Deutschland mehr über Unternehmertum reden müssen. Wir sind der Überzeugung, dass junge Menschen mehr Möglichkeiten brauchen, über Unternehmertum zu lernen und dieses auch anwenden zu können. Die HAL ist zunächst mal 1898 als allererste Handelshochschule im deutschsprachigen Raum gegründet worden. Wir waren eine der ersten Hochschulen, die wirklich sich des Themas Unternehmertum mit einem eigenen Lehrstuhl schon vor über 20 Jahren angenommen haben. Unser HAL-Spirit lässt sich sehr gut über drei Worte beschreiben: innovativ, individuell und international. Wir haben neue Programme ins Leben gerufen, wir haben neue Formate ins Leben gerufen. Wir befördern Unternehmergeist, agiles Denken und Handeln bei unseren Studierenden, aber auch in unserer Organisation. Wir bieten neben unseren sehr praxisorientierten Angeboten in der Lehre, wie einem Businessplan-Seminar, auch einen eigenen Inkubator an, den Digital Space. Es ist wirklich gedacht als Frühphasen-Inkubator. Man kann hier reingehen mit einer Idee. Digital Space hilft einem auch durch eigene Veranstaltungen, überhaupt mal Ideen zu entwickeln, Teams zu finden. Und dann kann man in ein dreimonatiges Programm gehen, in dem man sehr eng gecoacht wird, um selber die Analysen zu machen, um selber die Piloten zu bauen, um selber die Erfahrungen im Markt zu sammeln. Die Frage zu beantworten, macht meine Idee Sinn? Wie groß ist eigentlich der Markt und was muss ich konkret tun, um diese Idee ins Leben zu bringen? Also gerade für das innovative Denken und das innovative Denken auch zu vermitteln, ist es sehr wichtig, verschiedene Netzwerkpartner mit in die Lehre zu bringen. Dass es nicht nur darum geht, Wissen der Professorinnen und Professoren zu vermitteln, sondern dass wir auch wirklich das starke Netzwerk, was wir haben, aus Firmen, aus Investoren, aus Partnern in der Wirtschaft und in der Praxis, da in den Austausch zu kommen. Für mich ist generell Innovation, wie man verschiedene Punkte miteinander verbindet. Und ich glaube, das auch wirklich in die Lehre zu bringen und da mit Herzblut mit dem Studenten in Verbindung zu treten, finde ich extrem wichtig. Gerade beim Thema Innovation geht es auch darum, wieder zu den Kern zurückzukehren. Ja? Dass es nicht nur darum geht, Gewinne zu maximieren oder das nächste digitale Geschäftsmodell zu kreieren. Es geht halt darum, nachhaltig zu agieren, ethisch auch mitzudenken und hier auch in den Bereichen, wie kann ich Ressourcen einsetzen, also Ökologie, aber halt auch dieser soziale Aspekt. Es geht halt darum, wie wir als Gemeinschaft von Innovation profitieren können. Ich bin Caroline von NADAR. Also ganz kurz gesagt, wir unterstützen Waldbesitzer beim intelligenten Waldschutz und bieten ein Frühwarnsystem zur Erkennung von Waldschäden nahezu in Echtzeit mit Hilfe von Satellitendaten und künstlicher Intelligenz. Wir waren tatsächlich bei einem Gründungsstammtisch oder so einem Startup-Stammtisch in Leipzig dabei und sind dann so auf den Digital Space gekommen. Zum einen profitieren wir enorm von dem Feedback, was wir wöchentlich kriegen, um unsere Idee und unser Produkt voranzubringen. Und wir kriegen viele Kontakte, viele Events, gerade im Leipziger Startup-Ökosystem und auch darüber hinaus deutschlandweit und können dadurch mehr Visibilität für unser Startup bekommen. Das Alumni-Netzwerk der HAL ist einzigartig. Es bedeutet, dass die Studenten, die bei uns waren, sich auch nach der Zeit an der HAL aufeinander verlassen, dass sie Probleme gemeinsam lösen, sei es berufliche oder auch private. Und dieses starke Alumni-Netzwerk ist etwas, worauf wir besonders stolz sind. Wenn es um Werte und Sinnhaftigkeit geht, die ganz häufig im Vordergrund stehen, dann ist es uns wichtig, dass wir unseren Studierenden mitgeben, über eine Kompetenz zu verfügen und über ein Skillset zu verfügen, das ihnen erlaubt, den Gesamtzusammenhang von betriebswirtschaftlichen Problemstellungen und Situationen zu erfassen. Die Studierenden sollen als Persönlichkeit reifen, wenn sie bei uns sind. Und das geht über Coachings, das geht über ein sehr individuelles Feedback, weil genau so wichtig wie die Hard Skills sind eben auch diese soften Kompetenzen, die es braucht, um später ein guter Manager, eine gute Managerin zu sein.
Unser Startup heißt Helix. Ich bin CEO von Helix und wir machen im Endeffekt nichts anderes als Prävention komplett neu zu denken und bringen Prävention nach Hause über den Home Device, wo wir Labordaten testen können, regulär, auf täglicher Basis. Und das übersetzen in personalisierte Lifestyle- und Ernährungsempfehlungen. Und der Digital Space war eine unglaublich gute Plattform, um das Netzwerk zu bestärken, sowohl zu anderen Startups als auch zu Akteuren in der Startup-Szene und im Umfeld. Auf der anderen Seite haben wir natürlich sehr viele Insights bekommen, die wir nutzen konnten, um unser Businessmodell aufzubauen, unsere Marketingstrategie zu shiften. Unternehmertum ist für uns eine Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten dafür, dass Wohlstand entsteht, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt, dass wir und zukünftige Generationen auch tatsächlich eine Zukunft haben.